Sulzwohl, ihr Lieben, und willkommen zurück bei den Chants, wo Erbay versucht, mit der Nachbarin irgendwie, naja, nicht die Nachbarin, die hat er ja in der Stadt kennengelernt, so ein bisschen zu flirten. Guck mal, ich habe hier eine tolle Rose für dich. Ha, Rose, yay. Das Flirten gestaltet sich nur etwas schwierig dadurch. Buh. Okay, zweideutiges Gespräch. Das wird ja jetzt schon hier ganz interessant. Oh, wow. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss hier einfach die Wände wieder wegmachen. Wie wäre es mit Hände küssen? Das ist doch auch mal eine Idee. Vielleicht findet sie das nicht ganz doof. Na? Romantisch. Oh, sehr schön. Okay, es geht voran. Aufreizend posieren, okay. Na komm, posier mal aufreizend, Junge. Ich bin voll der krasse Checker. Oh, ich hab so dicke Muckis, jawohl. Oh mein Gott, wie schrecklich. Jetzt muss sie sich erstmal die Hände waschen. Ich bring mal den Müll weg. Weil das ist echt nicht sexy hier. oh Mann, wie hart. So, wie wär's mit Kusshauchen? Hauchen wir mal einen Kuss. Erotischer Austausch sind sie schon, okay. Richtig heiß. Wie wär's mit dem ersten Kuss? Genau. Komm, erster Kuss, das kriegt ihr hin. Na, 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 na? Auf. Du willst doch jetzt nicht über Sport reden, Junge. Hallo, erster Kuss? Wie wär's? Oh. Wow. Ja, dann geh doch aufs Klo, Junge. Sie redet gleich vom Bett. Alter, was ist denn das für ein Mädchen? Die ist ja mal richtig krass drauf. Oder will sie schlafen? Also nur schlafen und nicht irgendwelche Dinge tun. Ha, hammermäßig. Ja, dein Galan, der muss jetzt leider mal kurz ein bisschen was in die Ecke stellen. Ja, du bringst währenddessen den Müll raus. Ist okay. Bei jedem Date bringe ich den Müll raus. Ich mache das jedes Mal so. Das ist ganz normal. Und wenn ich das nächste Mal einen Mann flachlegen möchte, dann putze ich ihm erstmal den Boden. Oh Gott, wie kaputt. Das habe ich echt noch nie erlebt. Er steht jetzt erstmal vorm Spiegel und betrachtet sich. Ja. Wie wäre es mit schlüpfrigen Fragen? Wenn sie schon mal da ist und die Kinder aus dem Haus. Na komm schon. Etwas Mut, Junge. Geh mal ran hier. Okay, fand sie jetzt nicht so gut. Oh je. Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, das müssen wir jetzt so ein bisschen vorsichtiger angehen. Schmutzigen Witz erzählen, okay? Ich erzähle ihr mal einen schmutzigen Witz. Vielleicht funktioniert's ja. What? Oh, okay, das fand sie wohl jetzt nicht so gut. Oh Gott, wie kaputt. Jetzt muss er erstmal putzen. So, die Frustration wegputzen, genau. Ey, das ist mir auch noch nicht passiert, dass irgendjemand mitten im Date anfängt, ordentlich mal sauber zu machen und den Müll wegzubringen. Na, ich meine, man muss ja flexibel sein und bleiben. Alter Schwede, wie hart. Dafür darf er jetzt erstmal eine Runde sauber machen. Na komm, Junge. Putzen ist zwar nicht so sein Ding, aber muss ja auch mal gemacht werden. Weil die Kids freuen sich dann sicherlich auch, wenn sie hier ein sauberes Zuhause haben. So, ich denke mal, ich werde jetzt noch ein bisschen Zeug einsammeln. In dieser Nachbarschaft liegt ja auch ein bisschen Kram rum. Es ist nicht viel, aber immerhin. Oh, was ist denn das hier hinten? Ach nee, das sind einfach nur Blumen. Schade. Kann man hier irgendwas... Oh, da ist eine Laterne umgekippt. Auch nicht schlecht. Ah, hier hinten ist Zeug, was man mitnehmen kann. Cool. Graben. Graben. Haben wir sonst noch irgendwas Sinnvolles hier? Ich glaube nicht. Aber ist ja auch okay, das reicht ja schon. Komm, lauf mal hier. Na, ah, die Kids sind aus der Schule da. Etwas mehr Mühe. Oh.
gerade noch befriedigende Leistung. Passt er nicht auf? Ach, das geht doch eigentlich. So schlecht sind die jetzt gar nicht. Er möchte irgendwas. What? Du veranstaltest hier kein Chaos, mein Junge. Was machst du? Du spielst, ist okay. Wie wär's, wenn du so ein bisschen Chaos inspiriert? Ach du lieber Himmel, okay. Du machst jetzt erstmal deine Hausaufgaben, Junge. Und du auch, dann haben wir das nämlich hinter uns. Ach du lieber Himmel. Papi muss noch ein bisschen Zeug beschaffen. So, gucken wir doch mal, was in diesen komischen Kapseln drin ist. Öffnen und dann die hier öffnen. Wahrscheinlich wieder diese hässlichen Figuren, aber das macht ja nichts. Okay, er hat... die werden gleich mal vertickt. Was bist du? Chess McFreely, okay. Du kommst auch weg. Das ist jetzt nicht mega viel, aber immerhin. Eisenhutblume ernten, okay. Wo waren denn jetzt die schönen Vorkommen? Das war doch hier hinten irgendwo. Ah ja, hier war noch Zeug. Ah, sehr gut. Da müssen wir hin. In der Hoffnung, dass ich irgendwas Wertvolles finde. So, auf geht's, Papa. Die Kids sind gerade noch brav am Werkeln. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen beknackt. Geld verdienen dadurch, dass man hier in der Gegend rumbuddelt. Aber, na, da muss man halt durch. Was war das hier? Fossilien, okay. Fossil extrahieren muss er auch noch. So, das sieht doch gut aus. Hausaufgaben fertig, yay! Okay, wir haben hier eine Yuki-Figur, die wird auch verkauft. Ein prähistorischer Hufabdruck. Ach du lieber Himmel, okay. Weg damit. Ein Topaz. Auch nicht gerade viel Geld. So, und die Dinger werden auch gleich vertickt. Yep. Dann sind wir immerhin schon wieder bei 400. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wenn er das dann jetzt jeden Tag irgendwie macht. Oder immer, wenn es das Zeug gibt. Das ist ja eigentlich direkt neben dem Haus. Das kann er machen, wenn die Kids in der Schule sind. Dann kriegen wir das mit dem Geld erstmal hin. Es ist jetzt nicht besonders viel Reichtum, aber ich möchte mit ihm einfach ein bisschen Spaß haben, bevor er arbeiten gehen muss. So, was ist denn mit den Kids? Oh, die hat gar keinen Spaß. Ich soll erstmal eine Runde spielen hier, nach Hause gehen. Okay, emotionale Kontrolle kam jetzt hier dazu. Ja, dann guck doch halt ein bisschen fern, das ist doch okay. Huch, was ist denn mit ihm los? Heult er? Sims aus dem Jenseits angucken. Ich weiß nicht, ob du das darfst, Junge. Okay, sie holt sich jetzt hier mit dem Autochen Spaß. Das ist auch okay. Und er spielt mit der Katze. Okay. Warum nicht? Das ist doch okay. So, Papi ist jetzt eigentlich auch ganz glücklich. Wo bist du denn? Du solltest... Oh, ich glaube, das räumen wir mal weg hier. Das geht echt gar nicht. Dass da irgendjemand direkt vor dem Haus irgendwelchen Kram bastelt. Also, nee, Kids, ihr sollt nicht den Bürgersteig voll schmieren. Das macht einen schlechten Eindruck in der Nachbarschaft. Na komm schon. Zieh mal den Schrubber hier raus. Mhm. So, das wäre erledigt. Okay, mal gucken. Er könnte ja dem kleinen Tosu noch so ein bisschen was beibringen. Wie wäre es? Erziehung? Beibringen, bitte und danke sagen. Also der Film ist doch sowieso nichts für dich, Junge. Sowas darfst du bestimmt nicht gucken. Neffen Ball, Gabelhorn, Wiffe Ushiv, hä? Fangria! Ah,
Yips! Ufa. Bau Winva. Ux Promis. Ishi Oi. Rippo Thing. Na, das läuft doch hier prima mit den Manieren. So, du kannst jetzt erstmal hier aufs Klo gehen. Und Papa macht mal Abendessen. Wobei, es gibt ja eigentlich schon was. Aber er könnte dann eigentlich auch was essen, genau. Wir haben ja noch ein bisschen von dem Zeug. Und Torsun auch, dann essen alle zusammen. Passt doch. Hallo alle, wir kommen auch mal mit an den Esstisch. Und mal wieder ein bisschen Familienessen, das ist doch schön. Aber das ist doch mal eine richtig schicke Familie. Die Kids sehen so schön aus inzwischen. Da hat man doch Spaß dran. Und Papa steht voll auf sein neues Ich bin der Chili-Meister-Shirt. Das ist echt übel. Alle sind glücklich. Ist doch was. Das ist doch mal schön. Nur das Haus ist halt noch so ein bisschen ungeschmückt und so. Ich glaube, der gute Torsun... Ach Quatsch, Torsun sage ich schon. Der gute Erbei braucht echt demnächst mal einen Job. Muss mal dringend ein bisschen Geld verdienen hier. So, und Boogie ist jetzt erstmal deinen Teller wegräumen. Wo ist denn Papa? Der geht gleich tanzen. Nee, ist okay. Ah, sie nimmt auch gleich den Teller von Papa mit. Das finde ich auch schön. Yay! Und er denkt hier an Katrina kennenlernen. Er möchte sie gerne näher kennenlernen. Er ist ja auch ein interessantes Mädel. So, was ist denn mit der guten Aleph? Die muss aufs Klo. Ja, das sieht ganz gut aus. Nein, du willst jetzt nicht Chaos veranstalten. Oh, okay. Das mit dem Klo wird schwierig, wenn es dreckig ist. Papa, geh mal weniger tanzen und mehr Klo putzen. Oh Gott, der arme Kerl. Ah, wie wär's mit tanzen? Du darfst ein bisschen tanzen jetzt. So lange, bis Papa fertig ist mit dem Klo, das schon etwas toxisch aussieht. Nein, du willst nicht schon wieder Chaos veranstalten, alter Schwede. Okay, dann gibt's erstmal auf den Sack hier. Aktuelles Verhalten Maßregeln. Entschieden. Bernala? So, Papa, geh mal hier weiter. Putzen mit Elan ist okay. So, du darfst jetzt eine Runde tanzen. Hab ein bisschen Spaß, Junge. Power dich mal ein bisschen aus. Ja, Motorik ist eine schöne Sache. Papa tanzt gleich mit, okay. Super. Yeah. Oh, die Kids können das schon richtig gut. Super. Ach, ist das klasse. Die machen dann alle dasselbe. Alter, das ist doch mal geil hier. Wobei, die gute Aleph, die muss jetzt auch mal langsam aufs Klo hier. Und sie bringt das ihrem Bruder bei. Ach, das ist ja witzig. Sehr süß. Ah, Basumu. Ah, Liva. Aber du könntest ja mal eben die gute Katrina anrufen, so. Na, hallo. Wir hatten doch eine schöne Zeit.
Und immerhin, ich hatte meinen ersten Kuss mit dir. Naja, den ersten Engine-Kuss sozusagen, weil eigentlich hat er ja die Mama von den beiden hier des Öfteren schon geküsst. Ah, die beiden sind echt klasse. Okay, Tosun guckt ihr noch zu, wie sie das macht. Das finde ich echt klasse. Hier so voll die Moves. Yeah. Alter Schwede, sehr geil. Was ist mit dir? Ach, du bist müde. Okay, dann wird's aber Zeit fürs Bett. Und du müsst jetzt auch mal aufs Klo, Mädchen. Sonst gibt das hier nur irgendwelche ganz grauenhaften Dinge. Und Tosun tanzt. Quatsch, oh, Tosun. Ich sag immer Tosun, ich meine Erbei. Erbei tanzt hier mal so richtig ab hier. Ah, okay. Papa hat Spaß. Es sei ihm gegönnt, dass er ein bisschen Laune kriegt hier. Und du darfst danach dann baden und dann ins Bett. Lustigen Schultag gehabt, okay. Hatte offensichtlich ein bisschen Laune. Nein, du gehst nicht tanzen, du gehst dann schlafen. Ah, sehr geil. Ah, Verabredung könnte ich dann morgen mal machen mit der guten Katrina oder so. Weil die findet er offensichtlich gut. Sie haben auch relativ ähnliche Interessen. Also Sport und Flirten und so. Das könnte ganz gut funktionieren. Na, dann macht ihr mal hier ein bisschen. Ne? So. Aleph darf schlafen. Und ich glaube, Papa darf das dann auch gleich machen. Du darfst kurz aufs Klo und nochmal baden. Das ist ja auch wichtig, wenn die Kids jetzt endlich mal hier fertig sind. Was ist jetzt kaputt? Ich habe doch gehört, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Egal. Durch den Kuss ist aber auch noch so richtig gut gelaunt. Das hat ihm offensichtlich sehr gut getan. Mal wieder ein bisschen Spaß haben zu dürfen nach dem ganzen Stress mit den Kindern. Aber das kann ich auch echt verstehen. Da hat er ja schon reichlich viel tun müssen, der arme Kerl. So, mal schauen, was er alles kann. Wir könnten ihm irgendwie einen Job beschaffen, der mit Fitness zu tun hat. Oh, bei Erziehung ist er schon gar nicht so schlecht. Das finde ich jetzt... Also es hat sich doch ein bisschen geholfen hier. Okay, einen Job mit Kochen sollte er vielleicht nicht machen. Das könnte sonst sehr schief gehen. Vor allem sieht er dann die Kids irgendwie nicht mehr, weil die Kochschichten doch sehr schlecht sind. So, mach mal hin. Ab ins Bett mit dir. Ne? Genau. Und dieses Mal muss er glücklicherweise keine Monster unterm Bett irgendwie. Automatischen Lichter alle. Machen wir hier Licht aus, wenn geschlafen wird. Geht ja nicht an, dass das Licht die ganze Zeit an ist, wenn die Kids hier pennen. So. Mal gucken, wer von den beiden ist zuerst wach. Haben wir noch genug Frühstück im Haus? Gucken wir doch mal. 3 Portionen übrig. Oh, das ist gut. Das ist gut. Da können die gleich frühstücken, wenn sie aufstehen. Und er wacht inspiriert auf. Das ist doch mal fein. So, dann erstmal aufs Klo. Und frühstücken. Was ist bei ihr? Sie hat echt Hunger. Okay. Dann warte ich noch kurz, bis er mit dem Klo fertig ist. Wobei, sie könnte jetzt schon mal aufstehen und sich was holen. Können sie zusammen frühstücken? Und wie sieht's mit Papa aus? Papa sieht müde aus, aber... Nee, nicht müde, der hat auch Hunger. Hat auch Hunger, okay. Das kriegen wir hin. Okay, das ist nicht gut.
Das muss dann Papa später machen. Erstmal wird zusammen gefrühstückt. Oh, er schrubbt das selbst weg. Oh, das finde ich gut. Vor allem, ich habe das gar nicht gesehen, dass da noch was war. Das finde ich cool. Das war dann auch das, was die Katrina auf dem auf der Terrasse weggeschrubbt hat, offensichtlich. Das ist nicht schlecht. Sehr schön. Sehr verantwortungsvoll, junger Mann. Finde ich gut. Doch, das mit der Verantwortung klappt. So, aber du musst frühstücken. Du musst dringend frühstücken gehen. Ja, aber das finde ich schön hier. Okay, emotionale Kontrolle ist jetzt nicht so. Empathie auch nicht, aber Manieren kriegen wir hin. Das ist ja schon mal ein Anfang. Wie sieht's bei ihr aus? Ja, Konfliktlösung ist nicht ihrs. Ich merke das schon. Oh, sie sind beste Freunde geworden. Das ist ja auch süß. Okay. Ach, Papa, du kannst aufstehen. Du kannst mit den beiden jetzt frühstücken. Müll. Du redest total den Müll. So, die erste tappt ab zur Schule. Jo. Torsun ist auch gleich soweit. Das ist doch mal schön. So, der muss nur noch sein Frühstück beenden. Er geht inspiriert zur Schule. Das ist auch süß. Wobei, die beiden müssten eigentlich konzentriert sein, damit das gut läuft. Aber, ach, die kriegen das schon hin. Das ist nicht so wild. So, Papa. Ne? Du hast hier noch was zu reparieren. Fürchte ich. Wir können uns das einfach mal kurz ersetzen. Nicht leisten momentan. Wir müssen noch ein bisschen Geld reinbringen. Und bevor jetzt hier das ganze Bad absäuft. Ja. Bei dieser schönen, ausgesprochen faszinierenden Tätigkeit. Ja. Verlasse ich euch jetzt einfach mal. Der Erbei, der kriegt das schon auch noch selber hin. Hoffe ich mal. Nicht, dass er jetzt hier alles unter Wasser setzt. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis denn, lasst euch gut gehen und tschüss.